Ey, Mann. Was soll das, Mann? Hau ab, Digga. Hau ab, Mann. Wir sprayen hier gerade, Bro. Mann. Das ist totaler Ernst. Denn das hier ist die Spray Challenge. Was geht ab, Leute? Was geht ab, Leute? Wir sind hier am Sprayen und werden heute einfach mal unser Bestes probieren, um 3 Stufen auszuprobieren. Wir werden einmal in 10 Sekunden versuchen, ein Spraywerk zu meistern. Dann nochmal im Mittelpart werden wir 10 Minuten haben, um ein Spraywerk zu meistern. Und als Letztes werden wir uns eine ganze Stunde Zeit nehmen, um tatsächlich unser bestes Kunstwerk hinzubekommen. Oh yeah. Und werden das Ganze dann miteinander vergleichen. So ist die Challenge und wir legen direkt los. Okay, Leute. Wir sind jetzt umgezogen und jetzt brauchen wir noch einen Tag. Und zwar ist das hier Razor. Yeah. Oh. Ich bin Laser. Razor? Razor für Roman Azer, gell? Yeah? Ja, und jetzt mach mir einen Tag noch, komm. Du bist Laser. Ach so, ich habe jetzt Laser mit E geschrieben. Egal, Mann, ist trotzdem okay. Cool. Warte, ich bin Razor mit R. Mal so ein cooles Ding dahin, so ein Fragezeichen, warum okay. Auch immer. Und ich mache mir ein Dreieck. Ich bin dann so ein Glücksbärchen. Wir müssen erstmal mit diesen Kitteln jetzt ausprobieren, wie diese Dinger überhaupt funktionieren. Wir haben das noch nie gemacht. Aber Sicherheit, geht vor. Ich zeig's kurz. Es gibt jetzt verschiedene so kleine Spraykappen, die man hier abnehmen kann. So, und dann gibt's da irgendwie verschiedene. Irgendwie riecht die Maske von innen komisch. Ja, du siehst doch komisch aus. Es gibt hier verschiedene Spraykappen. Lars, du kannst schon mal eine präsentieren. Du hast auch schon bei dir eine drauf, ne? Also es gibt einmal eine, die hat wie so einen Kreis. Lars, was hat deine nochmal drauf? Ein Kreis. Dann gibt es hier so eine Breite. Also im Prinzip haben die alle verschiedene Sprühtechniken und sowas drin. Und guck mal, das hier gibt es auch. Das ist wie so ein langer Sprüher. Ja, für zum Türrahmen oder sowas einsprühen, damit die nicht mehr knatschen. Stimmt, das ist dafür da, für so Handwerkssachen so. Boah, hast du es gesehen? Guck mal. Aber zeig mal, vielleicht zeig mal auf den Boden oder nein, dann mit Schuhen. Früher. Wir machen eine Testrunde, okay? Einfach mal Testrunde. Okay, mal ein R für Razor. Oh. Oh! Das war jetzt so ein langes und der hat das Ganze dann so gemacht. Auf Entfernung. Und jetzt mach du mal. Oh, oh nice. Ach, guck mal. Ich muss viel näher rangehen. Ich muss viel, viel näher rangehen. Mann, sieht das low aus. Das hier ist, glaube ich, zum Ausmalen. Ah. Stimmt, das ist zum Ausmalen da, weil das nämlich mehr in die Breite sozusagen geht. Okay, okay. Das ist dann das große L. Nice, nice, nice. Warte mal. Und ich zeichne dir jetzt, und jetzt zeichne mal nach. Yeah! Nice. L für Loser. Das ich meine Laser. Für Loser. Der Laser kann könnte ich theoretisch jetzt noch ausmalen. So. Oder so eine Schattierung oder sowas machen, so mäßig. Ah, oh, so dass man da wie so einen kleinen Schimmer drauf hat. Okay. Dann haben wir nochmal 2, die wir ausprobieren können. Guck mal, jetzt gibt es hier nochmal eine. Also es gibt jetzt nochmal so eine normale Spraycap. Die sieht genauso aus wie die, die Lars gerade hatte, aber irgendwie anders. Und dann gibt es noch so eine Breite hier. Die Breite können wir auch ausprobieren. Ich nehme mal die Breite. Ich mach weiter. Ja. Oh, das ist jetzt ein nices Pink. Oh, ist es jetzt einfach A für Laser. Klar, ist es hier für ein A für Laser, man. Du musst auch immer gut schütteln, das darfst du nicht vergessen. Sag mal, was ist da eigentlich drin? Eine Kugel. Eine Kugel? Oh, cool. Ich probiere jetzt einfach mal nochmal den Breiten aus. Alter, der ist so, der ist eher so Dings. Mach mal seitwärts. Okay, also man muss schon, wenn, guck mal, das ist jetzt weiter weg und das ist näher dran. Oh, das ist wie so ein Strich. Ja, ja, genau, das ist wie so ein Füller oder sowas, ja. Weißt du? Okay, warte mal. Hey, wer ist das, Mann? Der gute Lars stinkt. Ach übrigens, wir haben auch immer noch unser gutes Schild da oben. Hey, was machst du da? Nein, hey! Okay, dann würde ich sagen, wir verstehen inzwischen so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert und werden jetzt also in eine neue Challenge reingehen und versuchen in 10 Sekunden unsere Tags Laser und Razor zu schreiben. Und derjenige, der es hübscher gemacht hat, gewinnt. Also fangen wir jetzt sofort an. Okay. Die Challenge beginnt. 10 Sekunden Zeit für jeden von uns. Du musst schreiben Laser. Und ich Razor. Ja, aber ich habe einen Buchstaben weniger. Okay, warte mal. Damit es fair ist. Heißt Laser nun L-A-Z-R. Kannst du da ein richtiges X hinmachen? Okay. Danke. Er heißt jetzt nur noch Laser. Was ist jetzt los? Genau. Auf die Plätze. 3, 2, 1. Let's go. Go. Okay. Oh, Alter,
das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Oh, das ist schon schwer. Oha, du hast sogar noch so einen Stern am Ende hier. Ja. Okay, oh, Alter, das ist so ein Stein. Aber fangen wir bei dir an, du erklärst. Erklär mal. Also, ich habe einfach L-A-Z-R geschrieben und dann noch einen Stern dahin und so Punkte. Aber dein Z sieht auch aus wie eine 2. Ja, mein L sieht auch nicht aus wie ein L. Doch, finde ich schon. Aber der Stern am Ende ist da. Oh, du hast sogar 2 Punkte noch hingemacht. Wie willst du das toppen, Razor? Ich habe bei mir so ein paar, also hier das R, das ist mein Signature, wegen Roman Razor. Darfst du deinen echten Namen sagen? Bist du verrückt? Stimmt, sorry, Mann, ich bin Razor. Mein echter Name, immer wenn ich den sage, wird er sowieso gepiept. Guck, kriegt man nicht mit. Nur wenn ich Razor sage, dann wird's drin gelassen. Nice. Ich habe aber ein kleines A gemacht und hier unten... Du weißt, es wird immer alles groß geschrieben in Graffiti-Sprache. Nicht unbedingt, nicht doch, unbedingt. Doch. Guck mal, hier das kleine Z und dann wieder ein großes R. Klassiker mit diesen kleinen Dingern. Leute, ihr könnt gerne für unsere erste Runde abstimmen. Das sind unsere 10 Sekunden Kunstwerke. Ich finde, sehen beide geil aus. Ich finde auch, dass beide nice geworden. Aber dein Stern ist richtig nice. Bonus, ja, L und A ist ein bisschen A, aber sieht trotzdem nice aus am Ende. Gut, dann gehen wir in die nächste Runde. 10 Minuten Zeit. Let's go! 10 Minuten Zeit haben wir jetzt für unsere nächste Spray-Challenge. Bist du bereit, Mann? Auf jeden Fall, Mann. Sogar mit Dings, sogar mit Augenschutz und allem Schutz einfach. Also. Ich pass auf mich auf. Laser, Laser, Laser. Ja, Mann, ich habe schon eine kranke Idee. Oder Bro. Sollte ich sagen? Toll, danke, Mann. Okay, gut, Laser. Dann würde ich mal sagen, machen wir das Ding hier klar. Seid ihr bereit, Leute? Wir machen blau versus rot. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich mach irgendwie so eine Bonbon-Schrift oder so. Ah. Oh nein, ich hab den Ring. Okay. Oh mein Gott, okay. Ich muss auf meinen Gegner achten. Oh mein Gott, das drippt alles so runter. Oh, ich habe gar keinen Platz mehr. Aufpassen, Leute, damit wir nicht dreckig werden. Ray. Oh nein, wie mache ich das denn jetzt? Oh nein. Okay, ich muss das jetzt retten. Oh Gott. Okay. Mir fehlt einfach die Fläche. Okay, das ist jetzt schon mal geschafft. Wir machen jetzt Kontur. Oh nein, ich verliere so hart. Okay, ich muss da später dann noch so eine kleine Line ziehen. Ich muss da eine kleine Line noch hin. Okay, es ist Halbzeit. Ich brauche jetzt noch ein bisschen, aber ich denke, ich komme ran. Ich habe am Anfang ein paar kleine Fehler gemacht, aber das mache ich mit der roten Farbe wieder gut. Das ist kein Problem. Okay. Und jetzt machen wir auch noch eine nice Kontur rein. Und dann sieht das richtig sick aus. Sieht man das, dass es so ein bisschen wie so runterläuft mäßig? Also diesen Stil haben, das wie ich meine. Ja, Mann. Sieht aus, als hätte das so ein kleines Baby gemacht. Ja. Okay, letzte Minute. Jetzt mache ich noch die Highlights. Boah, diese 10 Minuten haben sich ewig angefühlt. Fangen wir bei dir oder bei mir an? So, wir fangen mal bei mir an. Ich sehe auch, du hast ein paar Stellen extra ausgelassen. Wie meinst du das? Und warum geht's hier weiter? Das ist artübergreifende Kunst. Also, du hast hier das Razor und das R hat nicht mehr so viel Platz gehabt, also habe ich hinten weiter gesprayt. Verstehe ich. Ich habe am Anfang das R richtig nice gemacht, aber das hat leider die Hälfte des Bildes eingenommen. Aha. Und dann hatte ich das Problem mit dem Azer. Ah, das klassische Azer-Problem ist das auch. Guck mal, du siehst, ich habe hier Pink-Elemente mit drin, Silber, Schwarz, bisschen den Drip habe ich mit dabei. Natürlich auch die schmelzenden Sterne, so nenne ich den. Nice. Was gefällt dir so daran? Eigentlich nichts. Oh, danke, Mann. Eigentlich überhaupt nichts, um ganz ehrlich zu sein. Das ist okay. Okay. Also es gibt eigentlich nicht viel zu, sagen. So. Es ist leider auch ein bisschen gedrippt. Wollte ich eigentlich nicht, aber das ist ein kleines Iceberg. Man sieht mein Tag Laser. Hier nochmal unterschrieben mit Laser. Hier nochmal unterschrieben mit Lars, mit Z. Aha. Doppelte Unterschriften. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich habe mich entschieden für die Luftballonschrift, die auf jeden Fall sehr, sehr böse kommt. Hier noch ein bisschen so Licht, was halt auf einem Ballon scheint. Weißt du, wie ich meine? Das hat einen richtigen Hintergrund mit reingemacht. Der hier unten so richtig Backdrip noch. Nicht schlecht, Mann. Ich finde, das sieht richtig nice aus. Deins sieht da wirklich, also da denkst, ich denke schon, dass du da gewonnen hast. Ich denke auch, aber wir hatten noch viel Zeit. Und jetzt fragen wir uns natürlich, was passiert, wenn wir eine ganze Stunde Zeit haben.
Zeit habe. Deswegen, meine werten Damen und Herren, stimmt gerne ab, welches von diesen beiden Bildern euch mehr gefallen hat. Ich persönlich finde sogar Last Nights besser. Einmal die kommt. Aber es ist immer die letzte Runde, die entscheidet, natürlich, weil die ist nämlich immer das Wichtigste. Legen wir los, holen neue Bretter. Let's und starten go. Rein. Let's go. Oh, man wird verlieren, das wissen wir jetzt schon. Auf gar keinen Fall. Ich werde Last auseinandernehmen. Oh, alles klar, wir fangen an. Der Countdown wird gestartet. Eine Stunde läuft ab. Yes. Yes! Okay, okay. Oha, du gehst direkt los auf die Barrikaden. Hey, spray mir. Hey, hör auf! Ich mach ein bisschen mit Tape und mach so eine Abstreichtechnik und damit werde ich Lars einfach in zwei Stücke schneiden. Oder brechen. Einfach schneiden, gell? Okay, diese Ecke. Die mache ich richtig schön gelb. Dem nebenbei ein richtig schönes Babyblau. Das wird so clean aussehen. Alter, Joli hat sich eine Backsteinwand gemacht. Kleiner Fuchs, du. Ich will nicht so viel verraten, weil Roman klaut. Warten wir kurz, bis es ein bisschen trocknet. Wir haben ja eine Stunde Zeit. Wir machen jetzt hier nochmal das Gleiche, sodass wir dann oben und hier ebenfalls so die gleiche Ecke haben. Dann sieht es aus wie so ein kleiner Bilderrahmen. Wir malen mal an. Wie läuft's? Ganz gut. Ich mach gerade meinen Rahmen fertig, ganz entspannt. Und bei dir? Lass mich in Ruhe. Lass du mich auch in Ruhe. Okay, ich würde sagen, währenddessen wir das da unten gemacht haben, ist das hier oben jetzt inzwischen getrocknet. Jetzt können wir mal gucken, wie das aussieht. Okay, okay, okay. Sehr satisfying. Abgemacht. Okay, Leute, da ich keine Ahnung habe, wie man sprayt, gehe ich einfach kurz und klau Lars seine Idee einfach, wie er das gemacht hat. Weil ich brauche ja das R. Lars hat das so zack, zack, zack. Bubble-mäßig mit diesem X drin. Das mache ich einfach auch. Schreibe ich das direkt hier rein oder mache ich hier noch was an der Wand und mache es dann sozusagen als Gedanken? Ja, nee, ich habe das so ein bisschen vorskizziert, damit es nice wird. Ja, das hat was. Alles hin, Trinke. So, steht zwar Lars jetzt, aber ist okay. Oh mein Gott, Junge, das sieht überheftig aus. Oh, warte. Jetzt brauche ich einen Trick. Also, damit ich meinen Streifen schützen kann, nehme ich jetzt hier die Pappe hin. Zack, safe sprayen. Drip, drip. Okay, jetzt haben wir nur noch 10 Sekunden. Jetzt kommt nur noch der Tag dran. Und den wähle ich. Oh Mann, wie geht mein Tag? Nee, das ist so scheiße doch. Tata, fertig. Okay. Eine Stunde. Wie hat's dir gefallen, das ganze Sprayen? Gut, mir tun die Beine weh. So, wenn du dich vorstellen darf, das hier ist Razer. Geh mein Bild aus dem Licht. Ich habe mich inspirieren lassen. Ich habe gesagt, es kommt mir ein bisschen bekannt vor. Von einem Künstler, der das eigentlich in 10 Minuten gemacht hat, aber ich habe es in einer Stunde gemacht. Und ich habe eine kleine Krone hier oben. Die Krone finde ich cool, die ist nice. Und da unten ist mein Tag. Laurens. Aber ich möchte noch kurz sagen, schau mal, ich habe am Ende noch mal hier so zwei kleine Sterne reingemacht. Und hier diese Streifen da und der da oben, ist so alles gleich, weißt du? Ja, schon cool. Warum hast du das gemacht? Ha? Was hast du dir dabei gedacht? Ich wollte unbedingt diese Streifentechnik ausprobieren, deswegen habe ich es gemacht. Also, ich komme mal hier rüber zu dem Gemälde. Es gibt gar nicht mal so viel dazu zu erzählen, aber es ist trotzdem extrem, extrem wichtig, erstmal zu nennen. Das hier ist Creepy Roman. Der Creepy... Alter, wie hast du diesen Ultra-Drip hinbekommen? Das eigentliche Bild ist natürlich der Hintergrund, dass es so aussieht, als wäre das auf eine Wand gesprayt, richtig crazy und so. Und ich habe das Ganze auch versucht so zu machen, dass es so aussieht, als wäre das hier ein Graffiti auf einer Wand drauf. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich dachte mir, ich brauche gar nicht so viel, um Roman zu besiegen in der Challenge. Deswegen habe ich ganz normal in Arial Black einfach nur I love... geschrieben. Genau, das hier ist nämlich ein Typ oder irgendjemand halt, der daran denkt, so, yo, ich liebe Laser.
gibt eigentlich gar nicht so viel dazu zu erzählen, aber es ist trotzdem besser. Die Entscheidung liegt am Ende des Tages bei euch. Leute, schreibt gerne in die Kommentare, welches von den Bildern ihr cool fandet. Wir haben uns beide extrem viel Mühe gegeben. Lars hat halt manchmal bei mir abgeguckt, aber das ist kein Problem. Gell? Nein. Okay. Nicht vergessen zu abonnieren, Leute. Gebt einen Daumen nach oben. Das war eine Menge Arbeit. Freuen uns auf eure Kommentare. Ja, haut rein, Leute. Und... Alter, ich krieg das nicht durchgerissen. Das geht nicht. Oh, ein Superman. Ciao!